zumindest mich mal irgendwie mal probieren, ob ich es irgendwie finde. Und ich nehme es halt schon auf, aber ich werde halt den Part wahrscheinlich nicht hochladen, weil ich werde das ziemlich oft probieren. Deshalb schauen wir jetzt hier gleich mal rein in das Casino-Level. Das eigentlich ja recht cool aufgebaut ist, meiner Meinung nach. Und die Musik hat natürlich wieder... Ist halt jetzt halt immer bloß die Frage. Ah ja, ein bösartiger Würfel. Das schaut mir so komisch danach aus. Ist aber nicht. Wo könnte denn dieser rote Ring denn nur sein? Ah ja, das war der erste. Den haben wir. Der zweite fehlt uns. Okay. Ein Flipper-Level. Sonic the Flipper. Vielleicht muss man das ja flippern. Wäre natürlich eine Möglichkeit, wenn man es sich nicht so anstellen würde, wie ich es gerade tue. Oh Mann. Also es ist auch ein bisschen mehr mit Glück verbunden. Da war er. Haha, Nummer 2. So nicht. So leicht kriegt ihr mich nicht. Okay. Ich hab's gesehen, der war da oben. Glaube ich. Oder auch nicht. Oh Mann. Versuch's nochmal. Und wird's. Nochmal. Nein. Wir gehen immer Leben drauf. Das ist ja kacke. Und wird's. Und Jackpot. Eggman. Sehr toll. Und Jackpot, Eggman und Jackpot. Allein nur durch ein Eggman verliert man alles. Oh Mann. Das ist doch alles so doof. Ich will zurück. Hey! Oh Mann. Jetzt habe ich wahrscheinlich wieder einen roten Ring verpasst. Hm.
jetzt die Frage. Ich glaube, das mit der Glocke habe ich gemacht. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Spiel vorbei. Oh. Mist. Naja. Naja, naja. Ein gewisser Gegenstand. Das Item use you good. Ja, alles klar. Ich könnte Unverwundbarkeit mal nehmen und mir einfach mal das Level angucken. Wäre eine Möglichkeit, aber doch im ersten Abschnitt. Da können wir einfach geradeaus durchlaufen. Natürlich. Ich renne natürlich wieder voll rein. Was auch sonst? Hey, was will man noch erwarten? Und dann springe ich auch noch gekonnt in die Laserstrahlen. Ob ich seit Jahren nichts anderes gemacht hätte. Da war der erste. Und weiter. Und ein Flipper ist mal wieder dran. Ich flippe hier. Ich will den Highscore knacken hier, um das Level zu beenden, muss man hier flippern. Flipper, 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 flippern. Wie ein Blöder muss man hier flippern, um hier weiterzukommen. Aber irgendwie will der Sonic nicht nach oben und das finde ich doof. Nein! Ich muss ja die Punkte hier ergattern. Ich gehe halt endlich nach oben, Sonic. Und weiter. So muss das gehen. Hier im Casino. Immer schön abräumen. Hier. Und hier. Nach oben. Und hier haben wir den roten Ring. Ich hätte gedacht, dass ich den hier oben gesehen hätte. Da haben wir wieder bloß einen Flipper. Ich finde das eigentlich ganz lustig zum Spielen, wenn ich hier mal endlich nach oben komme. Und boom, boom, Flipper, Flipper, Tails, Checkpoint und hier geht's weiter. Sehr geil. Ach so. Ich kann auch gegen den Tisch schauen. Habe ich nicht gewusst. Das habe ich nicht gewusst. Und Test und Checkpoint und Test. Komm schon. Checkpoint. Alter. Wieder schön Leben abgesahnt. Mann. Ich brauch doch nur, ich will hier weiterkommen und nicht stecken bleiben hier am Flipper. Ich muss ihn weiter hochkriegen. Was ist das? Wie mies ist denn das Level? What? Okay Leute, wir werden jetzt halt einfach mal eine Runde lange Zeit flippern, so wie das ausschaut. Ich bin im Flippern echt einfach mal eine Null. Das war sowas, das konnte ich noch nie. Sonic, Sonic und... Oh, Checkpoint. Das wäre dann bei Sonic, Sonic, Sonic eigentlich. Oh Mann.
Oh. Alter, man kann hier Leben absahnen. Aber es bringt mir alles nichts. Ich will ja weiterkommen. Und ich ewig hätte den scheiß Flipper. Lol, hast du nur Bar und dann kriegst du nur so ein paar Münzen. Oh, komm schon, rein. Was, der rote Ring? Lol, man musste echt flippern, um den roten Ring zu bekommen. Ja, das heißt, hier irgendwo muss er dann der letzte sein. Das, also Glocke, das dürfte ja der sein, was wir schon haben. So. Ja, den haben wir. 5, 4, 3, 2, 1. Und ausleeren. Und schön die Ringe mitnehmen. Ein paar extra Leben einkassieren. Ha, ich glaube, da wird ein Part etwas Überlänge bekommen. ich habe einen Verdacht. Oder auch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass eine von denen rollen. Eventuell den roten Ring hat. Aber irgendwie. Au. Au. Ist das nicht so. Au. Au. Ah, das ist ja gespeichert. So. Auf dich da drauf. Könnten der sein? Nee, hier ist der nicht. Da ist das mit der Glocke. Den hatten wir ja. Das heißt, hier beginnt ein neuer Abschnitt. Das Einzige, was möglich wäre, das wäre, wenn man hier einen Wandlauf macht, um zu gucken, ob er hier irgendwo versteckt gewesen wäre, aber sieht nicht so aus. Ich sehe ihn aber auch nicht. Das ist ja gerade das. Das ist ja gerade das Problem, was ich habe. Ich sehe den roten Ring nicht. Wo der sein soll. Da kommen nur die Rollen, aber das sehe ich jetzt auch nichts Besonderes. Kann man die kaputt machen? Ich glaube nicht. Die kann man nicht kaputt machen. Man kann auch nicht auf den hier hochrennen. Also es muss ja irgendwas mit den Rollen auf sich haben. Oder hier in den Abschnitt zumindest. Muss irgendwas sein. Wo dieser rote Ring noch versteckt ist. Aber ich sehe den nicht. Ich sehe es einfach nicht, Leute. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Um den roten Ring zu kriegen. Ich sehe es einfach nicht. Wo
ist denn dieser rote Ring hier? Ich hab zwar was gesehen. Jetzt schwenkt die Kamera wieder nicht dahin. Nee, ich sehe den nicht. Oder seht ihr den, Leute? Er muss ja hier in den Abschnitt sein. Ja, davor war ja das mit der Glocke. Das heißt, er muss in diesem Abschnitt auffindbar sein. Die Lampen hier, die machen nichts. Da wäre eine gelbe Lampe. Die macht aber auch nichts. Es gibt ja nicht viele Möglichkeiten, was es hier sein könnte. Eigentlich gar keine. Außer dass es vielleicht irgendwie eine so eine komische Rolle ist, die wo den roten Ring trägt. Alles andere, ne, ist vollkommen unvorstellbar. Ich sehe den nicht, Leute. Ich sehe ihn einfach nicht. Das ist wahrscheinlich wieder easy going zu finden, was ich bin einfach zu doof. Die Rollen, die sind jetzt halt auch nicht mehr da. Weil die hier stehen. Es muss doch irgendwas mit den Rollen auf sich haben. Das gibt's doch nicht. Ich kann mir das sonst nicht vorstellen. Da ist überall Sonic abgebildet. Kann er eigentlich nur noch an der Wand sein? Da ist er! An der Wand oben, natürlich. Keine Zeit mehr. Ja, ich beende ja das Level schon. Oh Mann. Jetzt hätten wir gefunden, den letzten. Naja. Ist ja nicht so schlimm. So, liebe Leute, das war's jetzt mit meiner Aufnahme-Session. Ich habe jetzt halt einfach mal alles an einem Stück aufgenommen. Ich werde die einzelnen Parts dann zusammenschneiden und dann wieder das nächste Mal aufnehmen. Wenn euch das Video oder beziehungsweise das ganze Let's Play sehr gut gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Es werden noch weitere Let's Plays folgen. Sobald Sonic abgeschlossen ist, kommen dann noch neue Projekte. Ich habe haufenweise schon was am Start und am Machen. Und es wird sogar ein Wochenendprojekt kommen. Bloß mal so als Rande. Bis dahin, ich wünsche euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Part. Ciao, ciao!